Auf Kreta gibt es eine sehr alte Geschichte, die erzählt, wie man das Lyraspiel erlernt. Laut dieser Geschichte muss sich der Lernwillige vor Sonnenuntergang allein mit seiner Lyra an einer Wegkreuzung einfinden. Dort soll er einen Kreis in den Boden ziehen, sich in diesen Kreis setzen und warten, bis es dunkel wird. Irgendwann, nach Anbruch der Nacht, erscheinen vor ihm Dämonen, die ihn hartnäckig auffordern, aus seinem Kreis herauszutreten. Dies darf er keinesfalls tun, denn außerhalb des Kreises würden sie ihn fressen. In den Kreis aber können sie nicht eindringen. Haben die Dämonen einmal verstanden, dass der Lyra-Schüler nicht zu überreden ist, bitten sie ihn um seine Lyra. Behutsam reicht er sie ihnen, wohl wissend, dass seine Gäste unvergleichliche Lyraspieler sind. Die ganze Nacht lang bleibt er sitzen und hört zu, wie die Dämonen, einer nach dem anderen, ihm ihre zauberhaften Weisen vorspielen. Sobald die Dämmerung naht, machen sich seine Lehrmeister zum Aufbruch bereit und geben ihm die Lyra zurück. Dann muss der Schüler die Spitze seines kleinen Fingers aus dem Kreis strecken, die Dämonen als Bezahlung fressen. Bei Tagesanbruch ist der Lyraspieler wieder allein. Er verlässt den Kreis und kehrt nach Hause zurück, wo er sein restliches Leben lang versuchen wird, die Weisen, die er in dieser Nacht gehört hat, nachzuspielen. Ich habe wahrhaftig nicht das Gefühl, in meinem Leben jemals irgendeine Wahl getroffen zu haben. Und ich bin recht glücklich damit. Ich hatte oft den Eindruck, eine Wahl getroffen zu haben, aber meistens wurde mir kurz darauf bewusst, dass das nicht stimmt. Etwas war geschehen und es hätte auf keine andere Weise geschehen können. Viele Leute meinen, das sei Fatalismus. Ich bin da anderer Meinung. Es geschieht ja nicht hinter deinem Rücken. Es geschieht nicht ohne dein Einverständnis. Es geschieht, weil dies deine Natur ist. Der altgriechische Philosoph Heraklit sagte einmal in einem sehr knappen Axiom, dass unsere Natur unser Schicksal sei. Ephissimas imidamas. Dem stimme ich zu. Ephissimas imidamas. And I quite agree with that. Wir verließen England genau an meinem zweiten Geburtstag. Und das ist auch meine früheste Erinnerung, das Schiff, das uns nach Kanada brachte. Dort blieben wir 4 Jahre, dann zogen wir nach Amerika, nach San Francisco. Ich begann sehr früh, mit 4 oder 5 Jahren, Cello zu lernen. Und ich weiß nicht, ob ich wusste, was ein Cello war, oder ob ich nur dieses Wort irgendwo gehört hatte. Vielleicht faszinierte mich das Wort, wer weiß. Ein irischer Musiker bricht als junger Mann auf in das Morgenland, aus Leidenschaft für dessen Musik. 30 Jahre danach ist er einer der herausragenden westlichen Protagonisten orientalischer Musikstile. Eine multikulturelle Fortsetzung von Tausend und einer Nacht? Seit 24 Jahren lebt Ross Daly in Griechenland, wo er heute in Athen das Musikzentrum Labyrinthos, Labyrinth, leitet. Ross Dalys Leben ist in der Tat wie eine lange Wanderung durch das Labyrinth der Musik.
Geboren wurde er 1952 in Kingsland, Norfolk in England. Seine Kindheit und Jugend sind bereits von zwei Leitmotiven seines späteren Lebens geprägt: Musik und nationale Ungebundenheit. Die Familie zieht weiter nach Japan, dann wieder nach Amerika und schließlich zurück nach England. Das Cello, das der kleine Ross seiner Mutter, einer Klavierlehrerin, abtrotzen muss, erweist sich als kurzlebige Laune. Später lernt er klassische Gitarre. Im Kalifornien der 60er Jahre, inmitten einer brodelnden Subkultur mit dem Drang zur Bewusstseinserweiterung, erliegt er der Faszination anderer, fremder Klänge. Ich lebte während der 60er Jahre in San Francisco, was eine sehr gute Zeit dafür war. Unter anderem gab es dort ein wachsendes Interesse an verschiedenen Arten außereuropäischer Musik, mit einem besonderen Schwerpunkt auf indischer Musik, die damals ziemlich in Mode war. Eine Menge Leute besuchte Konzerte von Ravi Shankar und Ähnliches, weil es in war. Ich glaube, viele waren von dem, was sie da hörten, zu Tode gelangweilt. Aber sie behaupteten, es gefiele ihnen. Ich dagegen und eine Handvoll anderer Leute waren von dieser Musik jedes Mal aufs Neue gefesselt. Dies war eine neue Welt, die ich nicht verstand, aber sie besaß eine magnetische Anziehungskraft. Die Musik, von der Ross Daly magisch angezogen wird, gehört zu den Kulturen einer Region, die sich von Nordafrika über den Balkan, den Mittleren Orient und Zentralasien bis nach Indien und Indonesien erstreckt. Dieser Teil der Welt ist im Lauf seiner Geschichte von wechselnden Vielvölkerreichen durcheinandergewirbelt worden. So etwa vom Reich Alexanders des Großen, der Mogul-Dynastie, vom Persischen, Byzantinischen oder Osmanischen Reich. Ein gewaltiges Mosaik kontrastreicher Landstriche, Ethnien und Traditionen, das heute nationale Grenzen durchziehen. Die frühesten Hochkulturen und vier Weltreligionen haben dort ihren Ursprung, ebenso die ältesten Instrumente und die frühesten Musikformen der Menschheit. Wie ein globaler Grundton. Doch im Lauf der Jahrhunderte haben sich die Musikkulturen des Westens und des Orients in verschiedene Richtungen entwickelt. Man könnte meinen, mein Interesse gelte der Musik des Ostens. Ich spiele afghanische Rabab, kretische Lyra, türkische Saz, Ud, Sitar, alles orientalische Instrumente. Doch genau genommen bin ich nicht im eigentlichen Sinn an orientalischer Musik interessiert. Zufällig findet man die Musik, die mich interessiert, vorwiegend im Orient, obwohl es sich um eine Art von Musik handelt, die es einstmals im Mittelalter auch in Europa gab. Vielleicht ist es meine Vorliebe für das, was man modale Musik nennt. Man kann sie in Europa sogar heute noch hier und da finden.
Das Kennzeichen abendländischer Musik, wie sie in Europa Gestalt angenommen hat, ist harmonische Mehrstimmigkeit. Vom einfachen Akkord bis zum Symphonieorchester funktioniert Zusammenklang in der Musik des Westens nach einer Harmonielehre mit temperierten, angeglichenen Tonwerten. Von den drei Elementen Melodie, Harmonie und Rhythmus verwendet modale Musik des Orients hingegen nur Melodie und Rhythmus. Die Basis einer Melodie ist der Modus, in dem sie komponiert wird. Anders als eine Tonleiter des Westens ist ein Modus nicht in ein harmonisches System eingebettet. Auf einer Tonskala etwa türkischer Musik steht eine Vielzahl kleinster Zwischentöne zur Verfügung. Akkorde und Harmonien kann es hier nicht geben. Wesentlich sind vielmehr die subtile Gestaltung der Melodie, rhythmische Vielfalt, die Klangfarben der Instrumente und ein hohes Maß an Improvisation. So entstehen komplexe Strukturen, die anfangs für ungeübte Ohren schwer zugänglich sind. Von modaler Musik geht aber auch für Außenstehende eine geheimnisvolle Faszination aus. Von den unzähligen Modi, die es gibt, erzeugt jeder ein ganz bestimmtes seelisches und spirituelles Klima. Bis ins Mittelalter war auch die Musik Europas modal. In mancher Musiktradition, zum Beispiel der keltischen oder skandinavischen, und im Jazz ist sie es teilweise heute noch. Ob arabische, osmanische oder persische Kunstmusik aus höfischer und religiöser Tradition oder Volksmusik aus unzähligen ländlichen Regionen. Jeder Zweig orientalischer Musik ist ein Universum für sich und gleichzeitig Teil einer großen modalen Familie. Ross Daly macht, wie er selbst sagt, zeitgenössische modale Musik. Eine Einheit aus Überlieferung, Interpretation und Neuschöpfung in seinen Arrangements und Kompositionen wie auch im Einsatz der Instrumente. Jedes Instrument in Labyrinthos ist ein Tor zu einer oder mehreren Klang- und Kulturwelten. Manche gibt es nur innerhalb einer einzigen Tradition. Andere haben eine Reise um die halbe Welt angetreten. Von den Barden Zentralasiens bis zum türkischen Derwischorden der Alevi spielt der kristallene Klang der Saz eine wichtige Rolle. Diese Langhalslaute aus dem Holz des Maulbeerbaums ist auch ein Vorfahre des populären griechischen Bouzouki. Früheste Zeugnisse dieses Instruments finden sich bereits in antiken ägyptischen, sumerischen und griechischen Quellen. Dieses Instrument ist in der Türkei sehr weit verbreitet, wo es vielleicht das gängigste Volksmusikinstrument ist. Man findet es aber auch im Kaukasus, vor allem in Aserbaidschan. In Zentralasien ist es als Dotar bekannt, was auf Persisch zwei Saiten bedeutet. Es gibt eine Variante namens Setar im Iran. Und eine weitere Abwandlung gab es früher auch in Griechenland. Auf Kreta nannte man es Bulgari. Und im Rest des Landes Tamburas. In Crete it was known as Bulgari, and in the rest of the country it was known largely by the name Tamburas. Es ist also oft so, dass zwei Instrumente, die einander sehr ähnlich scheinen, in verschiedenen Musiktraditionen ganz unterschiedlich klingen oder gespielt werden. Fardin Karamkani, iranischer Musiker und Instrumentenbauer im griechischen Exil, ist vor kurzem zu Labyrinthos gestoßen. Seine Spezialität sind Saz und Sitar.
Oud wird im Allgemeinen mit der arabischen Welt in Verbindung gebracht, wo sie sich über Jahrhunderte hinweg entwickelt hat. Manche behaupten, sie stamme von dem älteren persischen Instrument Barbat ab. Dann verbreitete sie sich in anderen Regionen, besonders gegen Ende des 19. Jahrhunderts. Man findet sie vor allem in der Türkei, aber auch in manchen Gegenden Griechenlands, in bestimmten Bereichen der griechischen Musiktradition. Sie wird auch andernorts gespielt, etwa im Iran oder im Kaukasus, dort vor allem bei den Armeniern. In other places, even in Iran or in Caucasia, particularly amongst the Armenian people. Einer arabischen Legende nach wurde die erste Oud von einem Musiker aus Schmerz über den Tod seines kleinen Sohnes gebaut. Er gestaltete sie nach dem Abbild des Kindes. Spielend und klagend erblindete er schließlich an seinen Tränen. Die Oud, arabisch Al-Oud, das Holz, wurde in Europa zur Laute, dem Instrument der Troubadoure. In Süditalien entstand aus ihr die Mandoline und auch das kretische Lauto, oft zur Begleitung der Lyra gespielt, ist mit ihr verwandt. Auf dem breiten Tonspektrum der Oud nahm in der arabischen Welt des Mittelalters eines der grundlegenden modalen Musiksysteme Gestalt an. Diese Tradition der Makam wird bis heute weiterentwickelt. Makam, Dastgah, Mugam, Raga. Je nach ihrer geografischen Zugehörigkeit tragen die großen modalen Systeme andere Namen und folgen eigenen Regeln. Genau wie im harmonischen System des Westens ist die Beherrschung der Regeln die Basis für kreative Freiheit. Aus diesem Grund sind die meisten modalen Traditionen, auch wenn nur eine einfache Melodie gespielt wird, genauso kompliziert wie westliche klassische Musik. Modale Traditionen sind äußerst kompliziert. Jahrelanges Studium und Praxis sind erforderlich, um diese Modi effektiv zu verwenden. Die Lyra gehört zu einer weiteren Instrumentengroßfamilie. Ihre früheste bekannte Erwähnung stammt aus dem byzantinischen Thrakien des 10. Jahrhunderts. Unter verschiedenen Formen, Namen und Spielweisen findet man sie heute auf dem Balkan, am Schwarzen Meer, in der Türkei, in Persien und natürlich auf Kreta. Das Ungewöhnliche an der Lyra ist, dass man sie beim Spielen zwar mit dem Bogen streicht, aber die Saiten nicht wie bei der Geige oder Gitarre mit den Fingerkuppen angedrückt werden. Der Druck wird seitlich mit den Fingernägeln ausgeübt. Darin ähnelt sie sehr einem indischen Instrument namens Sarangi und verschiedenen Volksmusikfiedeln Nordwestindiens, vor allem Rajasthans. Auf seiner kretischen Lyra hat Ross Daly Resonanzsaiten im Stil indischer Varianten aufgezogen. Ein akustisches Bekenntnis im Detail. Reisen bestimmen lange Zeit sein Leben. Es zieht ihn zuerst nach Indien, wo er das in London begonnene Studium der Sitar weiterführt. Dann geht es nach Afghanistan, wo er Rabab lernt, und weiter in den Iran und die Türkei. Immer wieder kommt er nach England zurück. Planlos experimentiert er hier und da mit Musik, verdient sein Geld als Straßenmusiker, macht sich von Neuem auf den Weg.
Die verschlungenen Gänge seines persönlichen Labyrinths führen ihn eines Tages nach Kreta. Unerwartet entdeckt er dort eine reiche Musiktradition, die überhaupt nicht seiner Vorstellung von Griechenland entspricht. Die Lyra tut es ihm besonders an. Ihretwegen will er wiederkommen. Also fuhr ich nach Kreta. Das war 1975. Ich kam auf Kreta an, kaufte einen Esel und eine Lyra und wanderte zu Fuß über die Insel, in der Hoffnung, der eine oder andere würde mir ein paar Melodien zeigen oder ich könnte etwas aufschnappen, denn ich konnte recht gut Noten lesen und schreiben. Ich hörte etwas und konnte es sehr exakt notieren. Das war mir eine große Hilfe. So fing es an. 6 Monate auf Wanderschaft mit einem Esel. Diese Zeit gehört zu den schönsten in meinem Leben. Die Insel Kreta liegt zwischen 3 Kontinenten: Afrika, Asien und Europa. Das geheimnisvolle, sinnliche Reich der Minoer hatte hier seine Wiege. Die erste Hochkultur Europas. Europa war der Name der phönizischen Prinzessin, die der Götterpatriarch Zeus hierher auf seine Geburtsinsel entführte. Es kam zur fruchtbaren Vereinigung von Orient und Okzident. Auch der Mythos des Labyrinths und seines Minotaurus nahm hier seinen Anfang. Kreta wurde begehrt und erobert. Römer, Araber, Byzantiner, Venezianer, Osmanen hinterließen ihre Spuren. Heute erlebt die größte griechische Insel den Ansturm des Tourismus. Kreta war immer eine Wegkreuzung der Kulturen und zugleich eine Welt für sich. Und wie im übrigen Griechenland überschneiden sich auf Kreta die Kulturräume des Westens und des Orients, vor allem in der Musik. Die Insel wird für 13 Jahre zu Ross Dalys Wahlheimat und zum Ausgangspunkt seiner weiteren musikalischen Reisen. Das Zentrum des Labyrinths. Irgendwann gelangte ich dann nach Chania und ging zum Zigarettenkiosk von Aspasia Papadaki. Sie war damals eine bekannte und gefragte Lyraspielerin. Und obwohl sie zu dieser Zeit vielleicht die einzige Frau an diesem Instrument war, wurde sie auf gleicher Stufe akzeptiert wie die Männer. Sie besaß einen Kiosk gegenüber der Schule, wo sie Zigaretten verkaufte und Schokolade für die Kinder. Sie brachte mir etliche Stücke auf der Lyra bei. Und das war der Beginn eines quasi regelmäßigen Unterrichts bei einer Person. Ich erinnere mich, dass du einige kretische Lieder lernen wolltest. Aber wir haben keine geschriebenen Noten von unseren kretischen Liedern. Ich sagte dir dann, ein paar Weisen kann ich dir schon beibringen. Ist es nicht so, Ross? Daraufhin fragst du mich, hast du ein weißes Blatt Papier? Verzeihung, ich spreche so schnell. Mein Mund ist ganz trocken geworden. Ja, ich brachte dir ein Blatt Papier und du sagtest, gib es mal her. Wir zeichneten Notenlinien auf das Papier und schrieben die Noten der Musikstücke auf. Du sagtest mir, es geht, es geht.
Als du am nächsten Tag wiedergekommen bist, da hast du mir die Stücke vorgespielt. Da staunte ich. Wir sind ja echte Kreter. Aber du, obwohl du die Lieder nicht kanntest, du hast schön gespielt. Ross Daly hat während all seiner Aufenthalte in verschiedenen Kulturen Tradition im besten Sinne erlebt. Meister klassischer orientalischer Musikstile und ebenso herausragende Volksmusiker gaben dem lernwilligen Fremden ihr Wissen weiter. Als einer der besten Lyraspieler Kretas war Kostas Mundakis bereits zu seinen Lebzeiten eine Legende. 16 Jahre lang war Ross Daly sein Schüler, Mitmusiker und Freund, bis zu seinem Tod 1991. Mundakis war ein äußerst interessanter Mensch. Er war definitiv das Produkt eines anderen Zeitalters. Er lebte zwar in der modernen Zeit, hatte aber die Ausstrahlung einer anderen Zeitdimension, die nicht unbedingt einen Bezug hat zum Heute. Nicht etwa, dass er rückwärtsgewandt gewesen wäre, aber in ihm war eine Tiefe, die eine zeitliche Dimension annahm. Er war in gewisser Hinsicht extrem traditionell, weil die musikalischen Einflüsse, auf die er sich ausschließlich stützte, das waren, was er als junger Mann gehört hatte. Er nahm aber auch etliche Elemente anderer Musiktraditionen in die kretische Musik, in seine eigenen Kompositionen auf. Er war wahrlich kein verschlossener Mensch. Ich erinnere mich, wie er mir einmal sagte, dass man durch eine wirklich gute Beziehung zur eigenen Tradition anderen Traditionen gegenüber nicht verschlossen, sondern im Gegenteil offener würde. Kostas Mundakis beschränkte sich nicht auf die Tradition seines Heimatbezirks Rethymno. Er öffnete sich auch auf Kreta, allen anderen Musikstilen, die dort zu finden sind. Eine formelle Musikausbildung hatte Mundakis nie genossen
und konnte deshalb nicht Noten lesen. Dieser Umstand hinderte ihn daran, eine eigene Musikschule zu eröffnen. Als er 1975 während eines Kulturaustauschprogramms indische Musikakademien besuchte, stand er schließlich vor der Lösung seines Dilemmas. Nach einer Methode namens Sargam werden in diesen Akademien große Schülergruppen simultan und ohne den Umweg über Notenschrift unterrichtet. Die melodischen Grundlagen der Musik werden durch Nachsingen verinnerlicht. Und Mundaki sagte, das kann ich machen. Zurück in Griechenland begann er an diesem bestimmten System zu arbeiten. Und er entdeckte, dass er großes Geschick darin besaß, alle Melodien, die er auf der Lyra spielte, nach den Erfordernissen der Musiklehre vorzusingen. Also benutzte er diese Methode und eine sehr einfache Schreibweise, die eigentlich mehr als optische Unterstützung diente. Und mit dieser sehr einfachen, aber sehr unmittelbaren Methode war er extrem erfolgreich darin, einer Menge junger Menschen sehr gutes Lyraspiel beizubringen. Die bedeutendsten Vertreter der alten Musikergeneration sind tot. Gretas Musik hat heute einiges von ihrer früheren Vielfalt verloren. Im Lauf der Jahrhunderte waren zahlreiche Musikströmungen auf der Mittelmeerinsel zusammengeflossen und hatten ihre Musiktraditionen beeinflusst. 1982 entsteht in Kretas Hauptstadt Iraklion die Gruppe Lavirintos.
Mit ihr erforschen Ross Daly und seine multikulturellen Musikerfreunde mehrere Jahre lang die Facetten kretischer Musik. Der Lyra-Schüler kommt vor Sonnenuntergang an eine Wegkreuzung. Er setzt sich in einen Kreis und wartet auf die Dunkelheit. Nachts erscheinen Dämonen, die ihn aus dem Kreis herauslocken wollen, um ihn zu fressen. Denn sie selbst können nicht hinein. Da der Schüler nicht aus dem Kreis tritt, bitten ihn die Dämonen um seine Lyra. Und spielen darauf die ganze Nacht lang ihre zauberhaften Melodien. Wenn dann die Morgendämmerung naht und es für sie Zeit wird, geben sie ihm die Lyra zurück. Bevor sie aber verschwinden, streckt er die Spitze seines kleinen Fingers aus dem Kreis, die sie als Belohnung fressen. Für mich sind die Dämonen und alles außerhalb des Kreises das Sinnbild für die Tradition an sich, wie sie aus der Vergangenheit gekommen ist, wie sie in der Gegenwart existiert. Es ist die Welt der Tradition selbst. Alles innerhalb des Kreises bist du selbst. Es hängt mit deiner eigenen Identität zusammen. Und der Kreis ist die Grenze dazwischen. Du musst also deine Individualität bewahren, dir selbst treu bleiben. Denn wenn du aus dem Kreis trittst, wirst du von allem aufgefressen und hörst auf zu existieren. Andererseits kommt das, was du dir von innerhalb des Kreises aus nehmen musst, von außen. Von einem objektiven Standpunkt aus könnte man sagen, dass es keine wirkliche Grenze gibt und dass das Innere und das Äußere des Kreises ein und dasselbe sind. Aber weil wir es so wahrnehmen, gibt es einen Kreis als Grenze. Für mich ist es also sehr wichtig, die eigene Identität zu bewahren. Doch alles, was einen interessiert und was man tun wird, zehrt von den Dingen außerhalb des Kreises. Und auch wenn diejenigen außerhalb des Kreises dich auffressen, solltest du jemals heraustreten, so werden sie dir innerhalb des Kreises doch geben, was du willst.
Ich hatte niemals den Ehrgeiz oder die Illusion, ein Teil oder ein Vertreter einer bestimmten nationalen oder sonstigen Tradition zu werden. Das soll heißen, ich erlernte zwar die kretische Lyra, aber ich hatte nie vor, ein kretischer Lyraspieler zu werden. Für mich ist es unmöglich, ein kretischer Lyraspieler zu werden. Das wäre dumm und albern, denn ich bin kein Kreter, das ist deren Job. Jede Musik, mit der man sich befasst, muss man erleben und atmen. Ich bin sehr stark beeinflusst von den verschiedenen Musikarten, die ich studiert habe, und so sind meine Kompositionen auch davon beeinflusst. Ich versuche aber nicht, kretische Musik oder indische Musik oder dergleichen zu komponieren, sondern Musik, wie ich sie in mir höre. Ich versuche auch nicht, verschiedene Elemente zu mischen. So etwas ist nicht das Ergebnis von Experimenten. Nur ist man einmal eine Verbindung eingegangen mit kretischer Musik, mit indischer Musik, mit afghanischer, türkischer, iranischer oder anderer Musik und versucht dann etwas Eigenes zu machen, dann treten diese Einflüsse unwillkürlich zutage. Denn sie sind ein Teil deines Lebens. Ich habe ein Gefühl des Einsseins, dass alle Menschen weltweit eins sind, dass sich aber dieses eine auf verschiedene Weisen, an verschiedenen Orten und zu verschiedenen Zeiten ausdrückt. Das Wesen eines jeden Ausdrucks ist das, was ihn gebiert. Und das Wesen ist eins. Ich sehe die Dinge also nicht unterteilt nach Gemeinsamkeiten und Unterschieden etc., sondern unter dem Aspekt, wie dieses eine sich unter verschiedenen Umständen, zu verschiedenen Zeiten, an verschiedenen Orten ausdrückt. Jamshid Chemirani ist Iraner
und ein Meister des Sarb oder Tombak, dem wichtigsten Perkussionsinstrument der persischen Musik. Cemirani lebt seit 1961 in Frankreich. Ross Daly lud ihn erstmals vor 10 Jahren zu Konzerten mit seinen Schülern ein. Seitdem haben beide oft auf der Bühne und im Studio zusammengearbeitet. Eine weitere Verknüpfung im Netz der Kulturen. Verschiedene Orte der Welt werden als Wegkreuzungen oder Mittelpunkte angesehen. Man hört oft sagen, dass Kreta im Zentrum des Mittelmeers liegt und eine Wegkreuzung ist. Gut. Aber man wird auch jemanden in Baku in Aserbaidschan sagen hören, dass Aserbaidschan eine Wegkreuzung ist. Und jemanden in Afghanistan ebenso, dass Afghanistan eine Wegkreuzung Asiens und Indiens ist. Und so weiter. Das stimmt natürlich. Aber die Leute vergessen gern, dass der Schöpfer unseres Planeten in seiner unendlichen Weisheit ihn rund geschaffen hat. Und jeder Punkt auf der Oberfläche einer Kugel, eines Globus, ist zugleich eine Wegkreuzung und ein Mittelpunkt. Thank you.
Ich möchte nicht eine Art von Musik mit der anderen vergleichen und sagen, das hier ist interessanter, das hier ist besser oder schlechter. Wenn wir von Musik sprechen, tun Vergleiche den Dingen großes Unrecht an. Aber ich glaube, dass das, was mich an den verschiedenen modalen Traditionen immer besonders interessiert hat, ein gewisses transzendentales Element in ihnen ist. Dies ist eine Musik, die uns, falls wir es zulassen, die Grenze unseres Selbst überwinden lässt. Ich unterrichte Musik. Ich gebe jüngeren Leuten etwas weiter. Sie nehmen es. Was auch immer sie damit anfangen, ich habe keinerlei Recht, es zu beurteilen. Sie sind frei. Sie tun damit, was sie wollen. Wenn ich das, was sie damit machen, nicht mag, sollte ich vielleicht lieber den Fehler bei mir selbst suchen. Wenn man etwas gibt, dann steht man nicht über dem anderen und sagt ihm, was er damit tun soll. Unter Tradition wird oft verstanden, Überliefertes zu bewahren und vor neuen Einflüssen zu schützen. Eine rückwärtsgewandte Haltung, die den Stillstand und den Tod jeder Kreativität mit sich bringt. Denn alles, was weitergereicht wird, durch Zeit und Raum reist und sich dabei ständig verändert, ist ein Teil lebendiger Tradition. Nahm Mozart seinerzeit orientalische Elemente in seine Musik auf, waren die Kompositionen seines osmanischen Zeitgenossen Sultan Selim III. Stark von westlichen Einflüssen geprägt. Die Kulturen des Orients und des Okzidents haben sich ihre ganze Geschichte hindurch gegenseitig beeinflusst und bereichert. Leider war der Westen lange Zeit von der Absolutheit seiner Tradition überzeugt, das alte koloniale Erbe. Etliche Musikmoden vom Ethnopop bis zur sogenannten Weltmusik machen heute gute Umsätze mit globaler Kulturvermarktung. In den Konsumgesellschaften wächst das Bedürfnis nach Spiritualität. Und vielleicht auch bald die Erkenntnis, dass man sie nicht kaufen kann. Ross Daly, der Ire und Wahllevantiner, hat an den Kreuzungen des von ihm betretenen Labyrinths seine Kreise gezogen und von den Dämonen gelernt. Im Kreis von Labyrinthos, an der Kreuzung von Orient und Okzident, findet die Weitergabe statt. Ich persönlich glaube, dass Musik etwas ist, was wir nicht selbst erschaffen. Ich denke, dass wir Kanäle für Musik sind und dass Musik, jedes Musikstück, unabhängig von uns existiert, sogar als mathematische Möglichkeit. Und dass dies durch verschiedene Leute in die reale Welt gelangt. Aber wenn wir ein Kanal sein sollen, dann müssen wir ein sauberer sein. Es ist also sehr, sehr wichtig, dass wir lernen, nicht im Weg zu stehen. Dass wir immer darauf achten, dass wir unsere Egos nicht meinen, ich tue das, ich bin dafür verantwortlich, ich habe es geschaffen. Und so den wahren Ursprung der Sache verneinen. Jeder würde diesem Ursprung einen anderen Namen geben. Manche würden Natur dazu sagen, manche Gott, manche Inspiration, manche was auch immer sie mögen. Ich persönlich ziehe es vor, ihn namenlos zu lassen, um ihn nicht zu begrenzen. Denn ein Name verleiht zwar eine Identität, aber ebenso eine Begrenzung. Und ich glaube, dass der Ursprung all dessen es akzeptiert, namenlos zu bleiben. So wie er jeden Namen akzeptiert, den du ihm geben willst. Außer deinem eigenen.
to remain nameless, and it also accepts any name which you choose to give it, except your own.